Super Beginn für eine Folge. Hustenanfall. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge. Gothic 2. Wir haben hier letzte Folge am Innos-Schrein gebetet, 100 Gold gespendet und einen Geschicklichkeitspunkt gekriegt. Und jetzt werden wir uns hier mal... Es sind drei Mollerats. Jetzt werden wir uns hier mal ein bisschen auf diesem Friedhof hier umsehen. Wenn denn... Hier ein Mollerat einzeln kommt, kommt aber nicht. Es kommen gleich zwei zusammen. Gut. Okay. Das steht hier auch nur dumm da. Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Wenn ich in seine Reichweite komme, dann steht es nicht mehr dumm da. Was ist hier, Katze? Willst du mit mir spielen? Hat mir ihren Ball provokant vor die Füße gelegt. Ich will auch meinen Bogen nicht ziehen. Jetzt habe ich hier die falsche Taste gedrückt. So. Speichern wir mal ab. Hier ist auf jeden Fall noch ein Mollerat. So, zwei Hände ist schon ganz geil. Die kommen nämlich nicht an einen ran. Das ist richtig gut. Hier ist auf jeden Fall ein Pilz. Ich spiele nebenbei so ein bisschen mit der Katze. So, wenn sie mir... Die schmeißt mir ihren Ball immer so vor die Füße. Iota... Das hier. Martha Ukara. Unbekannt. Höre ich nur Blut fliegen oder sind hier auch welche? Wissen wir nicht. Auf jeden Fall gibt es hier massig Kräuter abzusahen. Sehr gut. Da ist nichts zu. Hat sich das da schon wieder. Da hinten ist eine Tür. Was ist das für eine Tür? Was ist das für eine Tür? Buddlerfleisch. Pilze gibt's hier jede Menge. Erstmal gucken, was das hier für eine Tür ist. Ich speichere mal lieber ab. Ich habe auch mitgekriegt, wir brauchen noch mindestens zwei Dunkelpilze und dann werde ich die erstmal in einer Folge komplett essen. Weil. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Den Schlüssel für. Weil, da kriege ich wohl Mana dazu. 5. Stück. So, was gibt's hier? Oh, hier hinten führt ein Weg hin. Vielleicht führt dieser Weg jetzt zu dieser Hütte, die wir da gesehen haben mit den Varanen. Das kann natürlich sein. Ich könnte ja mal so einen Varan probieren. Würde ich mal gerne, ganz gerne machen. Weil ich denke mal, mit meinem Zweihänder haben wir da eine ganz gute Chance, wegen der Reichweite. Weil die Reichweite von so... Naja. Weil die Reichweite ist schon recht krass. Wo geht's hier hin? Ach, hier waren wir schon, ne? Hier sind wir hier wieder beim Weg. Ja, ja. Gut. Ja gut, dann probiere ich. Ich probiere jetzt die Varane einfach. Komm, scheiß drauf. Easy. Ja, wobei, so easy wird das wahrscheinlich nicht werden. Ich muss erstmal einen alleine kriegen. Das wäre ganz gut. So. Hat der uns jetzt schon geedit oder nicht? Jetzt. Jawohl, jetzt will er uns haben. Alter, der ganze Hof hier ist abgebrannt. Oh, fuck, sind die schnell. Ja gut, alles klar. Also, es geht schon. Wir machen ein bisschen zu wenig Schaden. Und sie machen ein bisschen sehr, sehr viel Schaden. Vor allen Dingen, sie sind halt clever, sie weichen aus. Ja, sie sind clever, sie weichen aus. Meinen Seitwärtsschlägen weichen sie immer wieder aus. Und daher ist es mir im jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall nicht möglich, weil ich kann nicht wirklich vor einen Angriff gehen. Was gibt sie? Ja, easy, Goblin-Skelette, da habe ich überhaupt keine Chance. Gegen Goblin-Skelette habe ich keine Chance. Absolut nicht. Nicht in meiner jetzigen Verfassung. Ohne richtige Rüstung, ohne starke Waffe ist da nichts zu machen. Ich muss aber auf alle Fälle noch bis 40 Stärke gehen, wurde mir gesagt. Weil, oh lol, hatte ich den Friedhof noch nicht richtig abgegrast, weil jetzt hier noch Kräuter standen, oder
Habe ich das einfach nur übersehen? Das habe ich bestimmt nur übersehen. Ich muss auf jeden Fall bis 40 Stärke gehen, wurde mir gesagt. Weil wenn ich Magier werden will, dann gibt es so eine ganz, ganz tolle Nahkampfwaffe von dem Magier. So eine ganz schöne Zweihandwaffe. Die macht einfach mal wohl angeblich 70 oder 80 Schaden und die braucht aber 40 Stärke. Ist natürlich jetzt hier auch für mich ein bisschen gespoilert, weil ich das ja nicht weiß. Vorne liegt noch ein Kraut. Und auch nicht wusste. Aber jetzt weiß ich's. Ach Scheiße. Das wollte ich doch noch machen hier. Die Quest, die haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Ist das Bier gut hier? Es ist nicht gerade. Die machen wir jetzt noch. Aber in diesen grauen Tagen. Die machen wir diese Folge. Die wird diese Folge verfolgt hier. Diese Quest. Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Einen Schluck vom Tee trinken? Jetzt bin ich mein eigener. Prost. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Interessiert an einem kleinen Wettkampf? Na klar. Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es, leere den Krug in einem Zug. Die Regeln sind ganz einfach. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken, sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt auf den Tisch stellt. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Na, wie wär's? Ein anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Das machen wir auch. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Und du hast deine Wette. Das war keine große. Gut. Und ich habe da auch schon jemanden im Kopf. Das will doch keiner wissen. Aber. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Um einen Weg zu sparen. Gehe ich jetzt erstmal bis Mitternacht hier pennen. So. Dann spare ich mir nämlich einen kompletten Weg, wenn ich mich jetzt hier richtig erinnere. Ich hätte das anders gemacht. Ja, aber der Zweihänder, der ist echt nicht schlecht. Wir bräuchten halt nur ein bisschen stärkeres Teil. So, der sitzt nämlich hier. Wir gehen nämlich hier ganz einfach mal easy an das Ding hier ran und tauschen diese Flasche Schnaps gegen eine Flasche Wasser aus. So, fertig. Denn wir werden jetzt gleich was erfahren, dass, oh, es regnet, dass dieser Kollege, mit dem wir gerade gesprochen haben, nicht ganz fair ist. Nämlich zockt er seine Gegner ab, indem er mit ihnen wettet, so wie mit uns jetzt. Ne? Und dann dem Gegenüber aber, da war ja Schnaps drin in der Kiste, die Kiste öffnet unbemerkt. Und dem Gegenüber in seinen, den Kontrahenten quasi in seine Kiste, in sein Bier Schnaps reinfüllt. Sodass der natürlich schneller umfällt. Ne? So, was dann passiert ist klar. Zeche und Bier und alles zahlt der Verlierer. Tja, und wenn man Bier säuft, das ist schon stark. Wenn dann da noch Schnaps drin ist, ist das Bier noch stärker. Und dann fällt man natürlich schneller um, wieder kommt wieder gegenüber. Das ist nicht nett. Deshalb haben wir jetzt mal den Schnaps gegen eine Flasche Wasser ausgetauscht. Das würden wir aber erst wissen, theoretischerweise, wenn wir mit dem Kollegen jetzt gesprochen haben, mit dem wir jetzt sprechen. Und dann müssen wir nochmal hin und her laufen, deshalb habe ich das jetzt gleich gemacht. Da haben wir uns dann, wie gesagt, diesen Weg gespart. So, Randolph. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne.
Du kommst nicht aus der Gegend, richtig? Ach scheiße, jetzt habe ich falsch gemacht. Von den südlichen Inseln. Irgendwann hieß es, sie bräuchten Leute in Korinis wegen dem magischen Erz. Aber als ich ankam, war da diese riesige Barriere. Und da wollte ich nicht rein. Ich habe dann angefangen, im Hafen zu arbeiten. Nun, seitdem keine Schiffe mehr kommen, bin ich halt zu Akir gegangen. Naja, ich habe schon schlechtere Jobs gemacht. Oh. Du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. So, so. Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gewettet. Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. So, so. Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal... Genau, das kann er nicht mit rechten Dingen zugehen. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um nochmal gegen ihn anzutreten. So. Jetzt müssen wir doch wieder... Scheiße, ja gut. Ist egal. Jetzt müssen wir doch wieder dann über. Müssen dem Ruka sagen, dass wir jemanden gefunden haben, der gegen ihn antritt. Nämlich der Randolph. Und dann müssen wir wieder hierher und müssen sagen, hier, pass auf, ich zahle deinen Einsatz. Ja. So. Naja gut, macht ja nichts. Ja, ich habe mir auch überlegt, vielleicht irgendwann mal wieder jetzt den Tag, oh, liegt noch ein Ding rum, den Tag ein bisschen SKO vielleicht zu machen. Mal schauen. Werden wir mal sehen, wie es ist. Wie ich Lust dazu habe, beziehungsweise wie halt eben was los ist auf dem Server. Wird sich ja das dann zeigen. Ach, siehst du mal, da kann ich ja den Tavernenwirt gleich mal ansprechen, ob der vielleicht einen Schlüssel dafür das da hinten hat, für die Dings. Für diese Tür da hinten. Ach, warte mal, jetzt will ich doch hier erstmal... Ist er das? Ruka. Ich habe jemanden, der gegen dich antreten will. Genau. Wer soll es sein? Randolph. Randolph, der Aufschneider? Na gut, warum nicht? Schick den Knilch zu mir und der Deal steht. Spätestens zwei Tage später kannst du ihn wieder abholen. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Und er steht dann wieder. Tja, das wie werden wir hoch sehen. Ist dein Einsatz? 100 Gold, Junge. Du kannst nämlich nicht gewinnen. 100. Das höre ich gerne. Mhm. Ich nehme deinen Einsatz an mich und verwahre ihn so lange, bis der Wettkampf vorbei ist. Natürlich. Klar? Hier hast du meinen Einsatz. Bitteschön. Alles klar. Lass dir nicht zu viel Zeit, Randolph hierher zu bringen, hörst du? Mach ich nicht. Ich gehe jetzt auf direktem Wege dorthin. Einmal eine komplette Runde gelaufen jetzt um die Taverne. Leere den Krug in einem Zug. Jawohl. So wird diese Folge heißen. Leere den Krug in einem Zug. Denn nur darum geht es, ja. Ob ein Mann es schafft... den Krug eben auf Ex zu trinken oder nicht. Das ist der wahre Sinn des Lebens. Schafft es ein Mann, ein Bier auf Ex zu trinken oder schafft es nicht? Ja. Genau darum geht's. Nicht nur in dieser Folge, im ganzen Leben geht's darum. Ja. So, jetzt wollen wir hier erstmal schnell mit Fix mit Randolph sprechen und dann... dem Ruka Bescheid sagen wieder und dann können wir weitermachen. Beziehungsweise gehen wir erstmal pennen, dass hier wieder ein bisschen hell ist, weil in der Nacht ist immer so ein bisschen schwierig. So, wir müssen natürlich auch noch für Greg diese ganzen Ausgrabungen finden. So. Wie viel Geld brauchst du für den Wettkampf? 10 Goldmünzen. So, hier. Ich gebe dir das Geld für den Wettkampf gegen Ruka. Wirklich? Besten Dank. Ich werde es dir bald zurückzahlen. Wenn ich gewinne, lege ich sogar noch was drauf. Wir sehen uns. Mach dich hoch, los, ab geht's. Warte mal. Er ist unterwegs? Er ist unterwegs, jawohl.
Randolph ist unterwegs. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, gut. Der humpelt so ein bisschen, unser Held, kann das sein? So immer so ein bisschen nach vorne, seht ihr das? Naja. So, Randolph, du kannst dich da ein Stück schneller bewegen. Wir werden jetzt hier aber erstmal oben in der Taverne bis zum nächsten Morgen pennen, dass hier ein bisschen wieder Helligkeit eintritt. Es ist 1.46 Uhr in-game. Speichern mal ab. Und dann können wir... Achso, das wollte ich ja vorhin schon machen. Ich habe ja nicht vor, hier irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise mir hier Stärke oder Geschicklichkeitstränke zu bauen. Achso, die Drachenwurzel habe ich ja schon gegessen. Deshalb alles, was ich jetzt an Drachenwurzeln oder an Dings finde, an Goblinbeeren, das wird gleich gegessen, das wird gleich umgesetzt. Ich denke mal, es wäre Quatsch, einfach zu warten, bis ich mir einen Geschicklichkeitstrank bauen kann. Weil dafür brauche ich einen Kronstöckel und die Kronstöckel, wenn ich überhaupt welche habe. Ich habe natürlich keinen Kronstöckel. Die brauche ich einfach. Huch. Einfach dafür. Die kann ich auch hier liegen lassen. Ich bin ja eh dran. So, Orlan. Da hast du mir ja was Schönes eingebracht. Jetzt kann ich wieder den Aufpasser für Ruka spielen. Warum? Solange er da drin seine Wetten abhält, sollte besser kein Außenstehender davon erfahren. Ist nicht gut fürs Geschäft, verstehst du? Ja gut, okay, er hat auch keinen... Zeig mir das. Klar. Er hat auch kein Dings für mich. Kein... Ich habe auch keine Redeoption wegen irgendeinem Schlüssel. So, ach, Randolph ist schon da. Ja, dann viel Glück, Mann. Ne? Sonst irgendwas Interessantes Scheiße. Passiert? Nicht, dass ich wüsste. Ja, Randolph, dann viel Glück, würde ich sagen. Ich gehe pennen. Theoretischerweise könnte ich jetzt auch hier instant nur 2 Tage schlafen. Das tut ja nichts zur Sache. Das mache ich auch, weil dann sind die nämlich fertig hier unten. So, wir schlafen jetzt bis zum nächsten Morgen. Das ist jetzt immer noch der gleiche Tag. Na? Jetzt ist ein Tag rum. Und jetzt sind 2 Tage rum. So, jetzt müssen die eigentlich fertig sein mit ihrer Sauferei. Oh, was ist denn hier? Laborwasserflasche. Fischsuppe, habe ich ganz vergessen hier. Cool. Tür erstmal zumachen. Steht hier vielleicht auf irgendeinem Schrank. Ja, Tatsache, hier steht auch noch was. Sumpfkraut. War doch hier gerade eben noch, oder? Das ist jetzt schon aufgehoben? Ja, anscheinend schon. Ja gut, dann speichern wir jetzt hier erstmal ab. Und glaub gar nicht, dass das alles ist. Machen hier die Tür zu. Wie sich das gehört. Und dann wollen wir mal gucken, ob Randolph gewonnen hat. Randolph, wie auch immer. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Die saufen wohl immer noch? Hey, du. Keine Ahnung. Lol, die saufen immer noch? Da bist du ja endlich. Ach ne. Ich hab schon auf dich gewartet. Was ist passiert? Das Wettsaufen ist endlich vorbei. Wer hat gewonnen? Diesmal hat Randolph gewonnen. Ruka hat wohl einen schlechten Tag gehabt. Kann er wissen. So, also ich hoffe, dass das das letzte Mal war. Ich will so ein Theater nicht mehr in meinem Haus haben, merkt ihr das? Jawohl, Randolph hat gewonnen. Randolph! Warte mal. Kopfschmerzen? Nö, mir geht's bestens. Dieses Mal hat es endlich geklappt. Jawohl. Ich danke dir nochmal für dein Geld. Hier hast du es zurück. Ruka steht nicht so schnell wie oh lol, er hat ja gesagt, er gibt mir was oben drauf. 12 Goldmünzen habe ich gekriegt anstatt 10. Läuft. So, Ruka! Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Level up! Hier geil! Hast du dein Geld. Und jetzt kein Wort mehr. Und 200 Gold unseren Einsatz wiedergebracht. Das heißt, sehr schön, wir haben jetzt wieder 466 Gold. Die 100 Gold, die wir vorne gespendet haben, haben wir wieder raus. Jetzt machen wir erstmal Cut und dann gehen wir nächste Folge Richtung Söldner runter. Also bleibt dabei. Bis dahin. Ciao, tschüss, euer Hämmer.